Kennt ihr kalte Schnauze? Das ist so ein hergestellt aus so, so einer Schokocreme und Leibniz-Keksen oder anderen Butterkeksen von Marken. Oh nein. Oh. Hast du jetzt die Truhe schon geöffnet? Mhm. Was war drin? Schraube. Schraube? Kacke. Eine alte Werkzeugkiste wahrscheinlich, die wir hier deponiert haben. Falls er mal was hat, der Titan. Für 800 Euro. Ach, wir haben die Tage in so einem Prospekt. Wir kriegen jetzt als Unternehmen so ganz lustige Prospekte. Ah, warte, den nehme ich doch direkt mit. Ah, nein, oh. Ah. Ich dachte, ich wollte mich draufstellen. Ja, mach's einfach nochmal. Wir haben noch Zeit. Wir müssen heute nur das Spiel durchspielen. Kugel! Ich verknüpfe kalte Schnauze jedenfalls so mit Kindergeburtstagen. Ja, gab's das immer? Mhm. Aber nur bei anderen, nicht bei mir. Sonst gab's immer nur Obst. Wir hatten nichts, hatten wir damals. Höchstens Erdbeertorte. Aber bitte roll nicht weg. Das wäre schön. Was würde passieren, wenn wir sie runterfallen ließen? Ich glaube, es ist nicht gut. Würde das Spiel das erkennen? Oder würde es einfach sagen, haha, ihr seid für immer hier gefangen? Ihr Dullis. Ich hätte theoretisch jetzt auch noch unten direkt gehen können. Nein. Die Tür ist ja auch. Alles gut. Ja. Ich glaube, wir haben es bald. Mhm. Endboss. Ich will nicht. I got a feeling. Ach richtig, man muss ja noch gegen so einen Endboss kämpfen. Das habe ich verdrängt. Siehst du, und da werden wir diesen Anti-Blitz-Scheiß noch gebrauchen. Betten? Blitzschuh. Schuhblitz. Nee, Blitzschuh ist was anderes. Was anderes, ja. Mhm. Aber wir haben eine Blitzhose. Quizfrage, wer von euch weiß, was ein Blitzschuh ist? Was schätzt du, wie viele wissen es? Prozentual. Ich wette, Connor schreibt es direkt in den Chat und dann wissen es alle. Connor weiß es von... von Ding. Oh, there we go! There we go! Oh, eigentlich wollte ich ja abnehmen. Here we go, here we go, here we go. Und das Ding ist richtig pervers. Chomsky weiß es nicht. Toll gemacht. Alle Kontrollsiegel sind aktiviert. Fahre jetzt noch die Steuerungseinheit wieder hoch. Ach ja, die Steuerungseinheit wieder hochfahren. Der große leuchtende Punkt auf deiner Karte. Aber sei weiter auf der Hut, ja? Ich mag das, wenn Spiele so einen total subtilen Tipp geben. Einfach. Der große und man sich dann noch überlegen muss, was man mit dieser Information anfängt. Mhm. Du riechst ganz schön nach kaltem Hund jetzt. Ich riech nach kaltem Hund, ne? Aber ganz ehrlich, ich könnte schlimmer riechen. Glaub es mir. Massahund zum Beispiel. Nicht schlecht. Marcel, was dir alles einfällt heute. Du Pfiffikus. Ha, nee. Siegel. Ha, nee. Kein Problem. Normal. Wenn wir alles drehen, wir müssen es eh drehen. Guck mal, Stromsky hat auch gerade geschrieben. Besser nach kaltem Hund als nach nassem Hund. Wir sind halt. Ihr seid so Soulmates. Krass. Crazy. Ja, Mann. Nochmal. Mhm. Endboss! Oh, Fee. Auch hier. Hallo Fee. Ich hoffe, Fee. Story. Fee hat mir erzählt, dass er richtig sich immer auf den Montag mit Zelda freut. Und ich hoffe, wir haben ihm den Montag nicht zu sehr zerschossen. Okay, sorry. Wo ist eigentlich euer Studio? Später. Berlin. Oh je. Alter. Oh je. Sei vorsichtig. Das Ding ist eine Kreatur Ganons. Ich konnte ihm vor 100 Jahren nicht mal einen Kratzer verpassen. Aber das hier ist nicht das Ende deiner Geschichte. Das spüre ich. Er hat wilde Augen, also Auge. Ach, mal kurz ein Päuschen! Hast du deine Warthose an? Sind das dieser Gummistiefel-Dings? Ja. Okay, Isolierhose. Und ich habe hier auch noch was. Anti.
Ja, Ohrringe. Helfen uns jetzt noch? Hilft uns jetzt? Kriegen wir noch extra was? Ja. Klar. Böser Boss, sagt Metal TV. Easy Boss, sagt Prachtexemplar. Man ist sich einig. Man weiß es nicht. Lass dich überraschen. Okay. Ah! Zur Hölle. Warte, mach irgendwas. Nimm irgendwie ein. Nein, dann nimm irgendwas zu dir. Iss was. Du hast nur noch 4 Leben. Nimm irgendwas mit Verteidigung oder so. Oh, oder mit Angriff. Kraftdampfobst. Das esse ich. Elektro-Edelschmorbraten. Meinst du, wir können noch mehr Elektro-Resistenz? Alter. Er gibt dir. Blocken musst du immer. Stromsky schreibt, als Frau verkleiden, vielleicht ist der Boss ja ein Gentleman. Ich fand ihn nicht schlecht. Ah! Mann, was ist das denn für eine Scheiße? Fast kein Leben mehr, fast kein Leben mehr. Alter, wie kann das denn sein? Er grillt dich. Er macht dich. Hauptsache, wir haben Brandschutzmedizin dabei. 3-mal. Hart. Kann nichts passieren. Sputfleischspieß. Brandschutz werden wir noch brauchen gegen den nächsten Titanen. Das ist alles scheiße das hier. Das bringt dir alles nichts. Gar nichts. Wir bräuchten was mit mehr Auffüllung. Und das sind alles diese Ausdauerdinger. Schön. Du musst ihm auch mal geben. Ey. Blocken. Hast du ein Schild? So. Super. Jetzt kannst du schießen. Genau. Und zwar einen richtig dicken Pfeil, nicht so einen Pussy-Pfeil. Gib ihm, fick ihn mit einem richtigen Pfeil. Blocken. Jetzt. Ha! Welcher Schwert zerbrochen. Kriegen wir ein bisschen mehr Spielsound? So ein Tucken. Fürs Gefühl. Okay, Marcel, du bist heute gefragt. Das hängt alles von dir ab. Okay, du hast ihm gut gegeben. Das war sehr nützlich. Sehr gut. Okay, sehr, sehr gut, Marcel. Toll. Nur ein bisschen. Das ist viel. Ah. Okay, du musst wieder was essen. Ah. Haben wir nicht einfach ein paar Pilze? Komm, guck mal da. Wir gönnen uns einfach irgendwie ein paar Pilze oder so einen Scheiß. Was? Oder Fleisch einfach. Haben wir ja nicht. Das ist ja roh. Meinst du nicht? Nee. Lohnt sich nicht? Lohnt sich vielleicht mehr als hier diese andere Medizin drauf zu tun? Hier, sowas hier nehme ich. Ah, okay. Damit kann ich arbeiten. Geh in den Block. Really? Ja! Jawoll! Jawoll! Oh, das zieht ihm richtig was ab. Noch einen! Oh, nee, jetzt kommt schon nächste Stufe. Ich glaube, ich habe keinen Hund in meinem Hemd. Auf die Plätze auf, sonst blüht dir das gleiche Schicksal wie mir. Uah! Aha. Wo ist er denn überhaupt? Klettern auch zu ihm? Vielleicht. Und nimm dein Schild gleich wieder. Das hat sehr gut geklappt. Heißer Spin, holla! Ist gerade schlecht. Hast du wenigstens deinen stärksten Bogen dabei oder ist das auch so eine Krücke? Weg. Nimm doch den Doppelbogen und hau ihm 2 Explosionspfeile rein. Warte mal, ich muss erstmal den kalten Hund aus meinem Ärmel machen. Meinst du, hast wirklich da kalten Hund? Ja, ganz viel. Ich werde nicht meinen Namen tanzen. Sehr witzig. Wieso? Verstehe ich nicht. Es geht schon wieder um mein Getanze. Ach so. Ich esse sehr viel von diesem kalten Hund gerade. Wer war der Eisfall bei ihm? Ich würde einen Bombenfall machen. Ich muss ja irgendwas tun hier, weil... Immer weg, wenn die... Oh, oh, oh!
Schnell was essen. Scheiße, ich hab das unterschätzt. Ist doch frustrierend. Warte mal, was ist denn da das Angriffsobst da rechts? Das Angriffspilzdings? Nicht viel. Drei, scheiße, das ist wirklich nichts. Kälteschutz. Okay, erstmal weg. Keine Ahnung. Kommt er jetzt irgendwie? Muss ich ihn beschießen? Aber so ist seine Offense ja ziemlich daneben. Pfeile bringen nichts, sagt Metal TV. Was soll ich denn tun mit ihm? Da ist er! Ich beiß ihn nochmal ab. Vielleicht kriegt er keine Energie, weil das Ding gerade ist. Vielleicht muss ich die Verbindung kappen. Kann ich nicht. Angriffen. Was muss ich denn tun? Was mit den Dingern? Kannst du da wohl irgendwas machen? Ah, vielleicht sind die elektrisch, meinst du? Ja, sind sie. Aha. Hätte man auch eher drauf kommen können. Mhm. Weil eigentlich ist es immer so. Jawohl, voll funktioniert. Ah, aber er hat dir gegeben. Nimm noch was schnell, nimm noch was zu dir. Oh. Oh nein, Alter. Aber wir kriegen's. Ja, ja. Wir brauchen nur Zeit, weil wir dumm sind. Wir kriegen's. Scharfes Kochobst. Oha! Super! Dreier. Aber das hättest du andersrum machen sollen. Warte, meine Waffe liegt da hinten. Zwei Hände aus der Hand, sonst kannst du nicht blocken. Nur Scheiße. Fuck, du musst schon wieder. Das Ding ist, das braucht so lange, bis er aufsteht, dann ist er schon wieder da und gibt mir die nächste, weißt du? Du musst immer direkt. Guck mal, bis er da ist. Hast du einen Blockdings? Ja. Und nicht das Elektroschwert gegen ihn. Ich bin gesprungen, bin ausreichend gesprungen. Dreh dich doch mal auch richtig! Mann! Du kannst nur blocken. Fuck. Oh. Oh. Was hat er da eigentlich für ein Teil, Alter? Das ist so ein Mix aus. Ah, da ist das Schild wieder. Schade. Aha, das jetzt aber. Ja, ja. Warte, ich mach nochmal die Taste. Ich hab's vergessen. Ich vergesse es immer. R oder so. Ah. R oder. Ah, nee, A, oder? Ist es A? Steh auf! Wenn du am Boden bist. Ah. Wieder. Hilft nichts. Ach, Melly Toko, hallo, na? Grüß dich. Wir sind gerade im Bossfight. Und deswegen ein kleines bisschen abgelenkt. Verzeih uns das hoffentlich. Eine neue Waffe. Egal. Haben wir irgendwas, was nicht... Kann die auswählen, den Dreck zuhauen. Versuchen kannst du es natürlich, aber. Nee. Block, Schild, auf jeden Fall Schild jetzt. Schild. Oh, hast du ein Schild?
Schild ist irgendwie. Nimm ein neues. Du hast doch noch eins in der Tasche. Ja, 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 ich hab mich nur gewundert. Erstmal kurz mich ordnen. Kann man jetzt noch mal kurz schauen mit dem. Wie war es nochmal mit dem Ausweichen? Ich glaube A. Wie A, Ausweichen ist zurückschlagen, ist glaube ich mit A, oder nicht? Nee, warte. Wenn du das Schild hast, das sind deine Sachen. Gleich wieder runter. Ja, A. Das hält sofort. Warte mal. Hast du ein Holz? Holz oder ein Wächterschild? Nee. Ein Wächterschild hast du. Vielleicht ist das nicht gegen. Weißt schon. Mhm. Und Elektroschwert scheint mir auch nicht sinnvoll. Ja, ich hab halt sonst nur. Das sind alles zwei Hände? Das verliert er aber immer aus der Hand, wenn ich geschockt werde. Ja, ich weiß. Aber es ist mit allen Sachen noch nicht. Nee, alles elektromäßig. Ah, fuck. Metall. Naja. Ich hab Schild gehabt. Okay, du musst aufpassen, aber. Ah, okay. Er lädt sich manchmal elektrisch auf. Ja, genau, habe ich auch gerade gesehen. Wow. Okay. Du hast gerade deinen. Ja. Egal. Jetzt! Kannst du ihm geben? Ja, ich habe keine Waffe in der Hand. Ah, oh, nein! Er ist elektrisch. Und dann konntest du ihm nichts antun, oder was? Ja. Fuck, fuck, fuck! Fuck! Jetzt ist er nicht elektrisch. Jetzt! Ja! 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 Drauf, kannst du noch mal? Ja! Oh! Oh. Lecco mio! Du, da hast du es! Ganon's Blitzfluch. Oh. Er hat einen Durchhänger jetzt. Yes. Yes. Das war belastend. Heiß. Es war jetzt wirklich ein. Es war so grundsätzlich gar nicht schwer. Aber wir waren echt ein bisschen knapp ausgerüstet. Ich bin knapp ausgerüstet und ich bin ein bisschen raus einfach. Also, es war gar nicht so unfassbar schwer. Ich hab's halt einfach nicht auf Reihe gekriegt. Ja. Und dann zu sehen, dass er, wenn er geblitzt ist und wann nicht, das habe ich dann auch einfach zu spät ein bisschen gerafft. Du hättest ein Stück. Kalten Hund noch oder kalte Schnauze noch verdient, wenn du Lust hättest. Nee, hab ich auch nicht. Hätte ich nicht. Mir ist schlecht. Ja, mir auch ein bisschen, aber es macht nichts. Trotzdem ganz geil. Okay. Hast du das jetzt schon aktiviert? Nee, dann wie. Nee, das würdest du jetzt machen, aber warte mal, dann guck mal, hast du noch Waffen unten? Ich hätte gern die Waffen von dem Dude. Das wär's. Der hat nichts gedroppt. Hat nichts gedroppt, ne? Container-Dings gedroppt. Mhm. Yes! Dann fall dich hier rum. War aber geil. Ja, der hat Bock gemacht. Der sah vor allen Dingen ziemlich geil aus. Mhm. Er sah richtig aus. Aber der war heftig, Alter, mit dem. Oh, guck mal, da ist noch so eine Truhe. Die haben wir nicht gekriegt das letzte Mal. Ich weiß nicht, ob das die gleiche ist. Doch, das ist die. Warte mal. Guck mal, kannst du das. Vielleicht müssen wir das nicht so machen, sondern vielleicht musst du das den Dings hochklappen wieder. Und dann legst du es oben drauf sozusagen. Weißt du, was ich meine? Den Hintern hochklappen. Und dann da oben drauf legen und dann nochmal von oben kommen. Ist halt jetzt vielleicht ein bisschen stressig, ne? Aber die Truhe sieht schon aus, als könnte da was drin sein. Ich weiß es nicht. Was denkst du? Die sieht sehr gut aus.
Die sieht besonders aus. Boah, voll stressig jetzt wieder da hoch. Mhm, die ist ein bisschen stressig. Wir probieren es so nochmal. Wollen wir den Chat fragen? Connor sagt, das ist der schwerste Boss. Wir probieren es so jetzt nochmal. Pass auf. Okay, und dann erschieße ich es. Mhm. So machen wir das. Das wird gehen. Und dann schnappst du es dir nochmal oder? Nee, dann fällt es. Dann fällt es hier direkt drüber? Ja. Oh je. Bist du bereit? No way, Alter. Kannst du nicht versuchen, danach direkt dieses Ding zu holen? Ja, kann ich von mir aus auch. Aber erstmal rüste ich den Bombenpfeil weg. Hm, vielleicht ist das gut. Das wird nix. Auf jeden. Ich weiß, die Idee hatte ich letztes Mal. Du musst schön auf Spannung das Seil. Digga. Das wird nix. War ein bisschen zu früh, ich habe ein bisschen zu früh geschossen. Ja, vor allem dann noch ein zweites Mal zu schießen, wo das nicht mehr den vollen Panel-Dings hatte. Ja. Mann, jetzt haben wir es verschenkt. Das war bestimmt eine krasse Imba-Kiste. Ich schwör's dir. Keine scheiß Imba-Kiste. Da ist bestimmt nur Bullshit drin. Nee, das war bestimmt die beste Kiste des ganzen Spiels. Und so kommst du da nicht hin. Really? Du musst nur mal drehen. Ja, einfach hier hoch, da wo es geht. Mach das doch. Scheiße. Scheiß Kiste. Ich hätte die Kiste gern gehabt. Ja, ich auch. Das ist unbefriedigend. Oh, Mann. Hallo. Wenn die Steuerungseinheit aktiviert wird, kannst du diesen Titan steuern. Aktivierung dennoch fortsetzen. Ach so, nicht mehr steuern, okay. Hm. Nicht mehr steuern. Keine Steuerung mehr. Steuern sind immer blöd. Oh, ob jetzt ein Story-Teil kommt? Master Sword-Kiste. Mhm. Story! Oh no! That's some bad timing. Nicht schlecht, Kleiner. Ich hab's wohl dir zu verdanken, dass meine Seele wieder frei ist. Und Naboris haben wir auch zurückerobert. Dann ist es soweit. Jetzt kann ich endlich diese Mission zu Ende bringen. Wir Gerudo machen äußerst ungern halbe Sachen. Du wirst in Schloss Hyrule gegen Ganon antreten, nicht wahr? Ich kann den Moment kaum erwarten. Dieser Titan wird bereit sein. Bei unserem Angriff wird ihm Hören und Sehen vergehen. Ach ja, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Meine Fähigkeit, Urbosas Zorn. Bist du bereit, sie zu empfangen? Ich hoffe, du bist stark genug dafür. Was uns zugestoßen ist, du und die Prinzessin, ihr habt euch sicher Vorwürfe gemacht. Aber das alles musste so kommen. Gebt euch nicht die Schuld dafür. Bitte, würdest du ihr das von mir ausrichten? Sag ihr, dass sie sich keine Sorgen machen soll. Und dass sie stolz auf sich sein kann, ja? Pass für mich auf sie auf. Und, naja, auf Hyrule auch. Ja. Kann man schon mal laden. Ist kaputt. Müssen leider noch mal machen. Ist abgestürzt. Aber ich kann ihn nicht ganz ernst nehmen. Nee, voll nicht, Alter. Er hat Ohren. Was dem Titan seine Ohren ist, seiner Reiterin die Nase. Wie er ausschaut.
Schön im Gleichschritt. Ob das Ganon ziemlich anpisst, dass wir seine... Wie ist er denn auch gekommen jetzt? Zap, zap. Ob Ganon das anpisst, dass wir seine Recken, also dass wir seine Titanen da wieder zurückerobern? Keine Ahnung, vielleicht kriegt das nicht mit. Meinst du es? Vielleicht döst er. Nee, der macht da Troubleshooting, guck mal. Rumflattern, nee, um Hyrule. Zelda hält ihn ja auf, hat sie ja gesagt. Sonst hätte er schon lange Hyrule direkt schon geplättet. Schön die Ohren aufdrehen. Aha! Laserohren. So nämlich! Junge. Auch du bist ein stolzes Mitglied unseres Stammes. Eine echte Gerudo. Vor 100 Jahren sind wir ihm schmählich unterlegen. Das darf sich nicht noch einmal wiederholen. Die Verheerung Ganon. Es gibt Geschichten, die sagen, Ganon sei ursprünglich ein Gerudo gewesen. Deshalb müssen wir beide alles geben, um ihn aufzuhalten. Bei unserer Ehre als Gerudo. Verlier Ganon keine Sekunde aus den Augen. Wenn Link ihm gegenübersteht, werden wir ihm zeigen, was verheerend wirklich bedeutet. Ich freue mich jetzt schon auf sein Gesicht.